Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch herzlich begrüßen zur ersten deutschen Nachrichtensendung über COTW hier auf YouTube mit Nachrichtensprecher Magic Fruity Moody, der euch heute hier durch dieses Infovideo führen wird. Denn es gibt brandneue Infos, brandneue Neuigkeiten. Denn laut Lady Legend soll die Map in wie viel? In 4 Wochen schon rauskommen. Um welche Map soll es sich handeln? Um Nepal, Leute. Um Nepal. Mit den Himalaya-Bergen, Digga. Lass mal Ötzi ausgraben, Junge. Nein, ich glaube, der wurde, glaube ich, in den Alpen gefunden, ne? Nicht in Himalayas. Ja, okay, Krise. Naja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Eine kleine Sache, falls ihr meine Stimme, die über Kopfhörer hören, nur auf einer Seite hört, es kann sein, dass dieses Problem immer noch besteht, der Xavo, der hat mich mal drauf aufmerksam gemacht, dass es da irgendwie so einen kleinen Fehler gibt, weil ich über Audacity aufnehme. Ja, wenn es sein sollte, dann schreibt es mal gerne rein, vielleicht ist es ja bei jemandem so. Und wenn das bei jemandem ist, einfach mal kurz die Kopfhörer ausstecken, dann sollte eigentlich alles sich gut anhören. Und wir starten direkt mit der ersten Sache. Und zwar Nepal. Warum sollte es Nepal werden? Also erstens, wir fangen erstmal oben beim Eisberg an, okay? Oben mit den eher nicht so kräftigen Aussagen, nicht so mit den kräftigen Facts. Wir fangen oben an und zwar gab es vor einiger Zeit eine Abstimmung von Expensive Worlds. Auf diese Abstimmung, auf diesen Link hat man draufgeklickt und konnte sich dann entscheiden oder aussuchen, welcher der neue Great One sein soll. Und da haben die Leute abgestimmt. Irgendwie, da waren 30 Tiere abgebildet. Und in dieser Liste war das liebe Muntjac dabei. Hier habt ihr mal, schaut euch das mal an. Hier haben wir einmal ein Bild von einem Muntjac. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schweinshirsch, ne? Und ja, was ist jetzt das Problem? Das Tier wurde einen Tag später wieder rausgenommen aus der Liste. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht gewollt war, dass es ein kleiner Fehler war. Vielleicht sollte das auch gewollt sein, um die Leute ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Aber auf jeden Fall wurde dieses Tier rausgenommen. Und wenn wir mal hier auf Google gucken, sehen wir, aha, das Muntjac, welches es noch nicht im Spiel gibt, ist beheimatet in Nepal. Und ja, deswegen keine Ahnung. Also warum sollten die da Muntjac hinschreiben? Ich glaube schon, dass das Muntjac so auf der nächsten Map auftauchen wird. Und ja, das ist jetzt erstmal so die erste kleine Sache. Keine Ahnung, also Muntjac als Great One auf keinen Fall. Und wie gesagt, dieses liebe Muntjac, das lebt in Nepal. Jetzt zur zweiten Sache. Und zwar die Sache, die das Ganze eigentlich massiv beweist, dass es eigentlich Nepal sein soll. Wir haben einen Post auf Twitter. Und in diesem Post sehen wir ganz oben, steht von Expensive Worlds, das ist kein Fake, das kam von Call of the Wild, steht, dass wir doch bitte aus den letzten 11 Posts inklusive des neuen Posts den Anfangsbuchstaben nehmen sollen und mal gucken sollen, was für Wörter die Anfangsbuchstaben ergeben. Und wenn wir uns das mal anschauen und es mal aufschreiben, kriegen wir die Wörter Sundar Pathan raus. Sundar Pathan. Und was bedeutet Sundar Pathan? Da habe ich mal nachgegoogelt, beziehungsweise nein, ich habe nicht nachgegoogelt, ich orientiere mich ja an dem Video von Lady Legend. Ich habe eben gerade aber selber nochmal gegoogelt. So, man darf sich nicht auf andere verlassen, wisst ihr? Deswegen lieber nochmal selber Korrektur lesen im Internet. Und wir haben hier einmal Sundar Pathan. Was ist Sundar? Sundar habe ich gefunden, blende ich euch natürlich auch ein Bild ein. Sundar ist ein Berg in Himalaya. Und Pathan? Pathan heißt heutzutage Latipur, ist auch eine Stadt, eine Ortschaft in Nepal. Und da gibt es natürlich auch hier wie Bilder von irgendwie Sundar bzw. Latipur. Und wir sehen auch da Latipur und im Hintergrund die Berge, die Himalaya-Berge. Und warum sollte Expensive Worlds sagen, nehmt mal bitte die ersten Wörter von den letzten, die ersten Buchstaben von den letzten 11 Posts? So, das ist doch klar. So, das ist dann, die wollen uns ja damit irgendwas zeigen, wisst ihr? Wieso sollten die sonst irgendwie dann Sundar Pathan da hinschreiben, wisst ihr? Also, das zeigt mir eigentlich schon,
ganz so zu 95%, dass es Nepal sein soll. So, und das kam ja nicht von irgendjemandem, der irgendwie die Post selber gemacht hat, sondern das stammt, wie gesagt, von Expensive Worlds. Und wenn wir das Ganze mal bei Google Übersetzer eingeben, dann kriegen wir dort auf Deutsch raus, Sundar Pathan heißt schöner Herbst oder auch Beautiful Fall auf Englisch. Und Sprache Hindi. Und wo spricht man Hindisch? Hindisch? Sag mal, wo spricht man Hindi? In Nepal. Ja, Leute. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Zudem, zu welchen Tieren, welche Tiere es da gibt, kommen wir gleich zu. Ich habe noch eine Sache vergessen. Expensive Worlds, wieso auch immer, hat ein Video von LeBron James genommen. Und ich weiß echt nicht, was die NBA damit zu tun hat. Und auf Instagram auch ein Post hochgeladen, Video, wo irgendwie LeBron James was gesagt hat. Und da wurde das Mundjack-Geräusch hinzugefügt. Man weiß nicht, ob das Mundjack gewesen sein soll. Aber das sagen Leute, dass sich das anhört wie ein Mundjack. Naja, ich blende euch das jetzt mal nicht ein, Leute. Ich will nicht irgendwie LeBron James Gesicht irgendwie mit meinem Video belästigen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen aber, falls ihr Instagram habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Auf jeden Fall Sundar Pathan, so Nepal. Welche Tiere leben dort? In Nepal gibt es Schneeleoparden. In Nepal gibt es aber auch Wildschweine, Yaks, rote Panda. Die sind schon süß, ne? Aber eigentlich mal abknallen. So im Game. Aber süß sind sie trotzdem, könnt ihr gar nichts sagen. So ein roter kleiner Panda, schon knuffig. Was gibt es noch? Es gibt sogar Bobber, Leute. Bobber. Biber. Das ist kein Biber, aber irgend sowas ähnliches. Wisst ihr, kein Spaß, guckt euch das mal an. Vor allem hier habt ihr eine Seite vom WWF. Heißt es WWF? WWF, ne? Denn die Naturschutzseite, Umweltschutzseite, ja. WWF. Und dort sehen wir auch, dass in Nepal sich die Population der Tiger verdreifacht hat. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr nice, oder? Verdreifacht. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir Tiger bekommen. Und dann gibt es noch irgendwelche Fasane dort in Nepal. Und diese Red Pandas, die können, keine Ahnung, Waffenklasse 3 sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ob das offensichtlich ist, dass es Nepal wird. Uns fehlt natürlich noch Asien. Also auf der Call of the Wild Karte, wenn man sich die Ingame anguckt, da ist da noch auf jeden Fall viel Platz, wo natürlich ein neues Symbol hinkommen könnte. Und ja, dieser Post von Expensive Worlds auf Twitter, guckt euch die letzten Buchstaben an. Ja, das ist meiner Meinung nach offensichtlich. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung reinschreiben. Ich finde halt, ja, wenn man sich die Bilder anguckt, es ist schon alles massiv bewachsen, ne? Also es wird, denke ich mal, gar nicht so einfach. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lese ich mir natürlich durch, beantworte natürlich alle. Und über ein Like würde Magic sich natürlich freuen. Er versorgt euch immer, so gut es geht, mit den nagelneuen News. Ja, Leute, macht's gut. Das war Magic. Immer schön süß bleiben. Bis dann. Tschüss. Ich stinke.